Noch mehr Lampen wegen Basel bei dem Sparpaket. Jetzt wehren sich auch noch Zahnärzte und Polizisten dagegen. Wer will schon Metzger werden? Viele Jugendliche gehen lieber ins Gymnasium, wie eine Lehrstelle anfangen. Und Janine Steiner aus Bottmigen kann es nicht glauben. Sie muss vom Tierheim die eigene Katze zurückkaufen. Guten Abend. Und es gibt noch mehr Stunk wegen dem Baselbieter Sparpaket. Die Regierung hat ja angekündigt, dass sie 10% vom Personalaufwand streichen will. Der Personalverband der Baselbieter Polizei befürchtet jetzt darum den Abbau von rund 50 Stellen bis 2019. Der Abbau wird laut einer Mitteilung vom Personalverband auf die Kosten der Sicherheit gehen. Und nicht nur die Polizisten machen Stimme gegen die Sparmaßnahmen, sondern auch die Baselbieter Zahnärzte. Sie sind gegen die geplante Streichung der Schulzahninstruktion. 190'000 Franken. So viel will die Baselbieter Regierung sparen, indem sie die Schulzahnpflegeinstruktion streicht. Dabei sei es doch so wichtig, dass Zahnärzte ein Auge auf 10 der Kinder heben, sagt Nadja Zürer. Die Grundlagen für die Gesundheit im Erwachsenenalter wird natürlich schon bei den Kindern gelegt. Und somit sind Präventionsmaßnahmen vor allem im Kindesalter sehr, sehr wichtig. Die Präsidentin der Zahnärztgesellschaft der beiden Basel ist überzeugt, wenn die Regierung diese Dienstleistung einspart, wird später zu massiven Kosten für die betroffenen Kinder und Jugendlichen kommen. Zahnpflege ist das absolute A und O. Gesunde Milchzähne sind mal die Grundlage für gesunde, bleibende Zähne. Was man im Kindesalter lernt und sich aneignet, das macht man in der Regel auch im Erwachsenenalter. Und Zahngesundheit bezieht sich nicht nur auf diese Region, sondern ist auch entscheidend für den ganzen Körper. Überhaupt, gespart wird mit dieser Massnahme nichts werden, ist Nadja Zürer überzeugt. Die Folgekosten würden dann einfach auf die Patienten und Gemeinden, die finanzschwache Familien unterstützen, abgewälzt. Dabei muss der Kanton doch gerade in diesem Belang solidarisch sein. Ich denke nicht, dass man so etwas als Luxus anschauen darf, denn die Gesundheit unserer Kinder und unserer Jugendlichen sollte uns allen am Herzen liegen. Die SSO-Präsidentin vermutet Kalkül dahinter, dass die Regierung ihre Sparmaßnahmen schon wieder in der Sommerferien bekannt gegeben hat. Sie hofft jetzt auf Unterstützung von allen Seiten. Schock für die Familie Steiner aus Bottmigen. Als sie aus der Ferien heimgekommen sind, ist die Katze verschwunden. Sie haben zwar schon damit gerechnet, dass sie überfahren worden ist, kurz darauf befinden sie die Katze Bonita aber doch noch auf der Homepage vom Tierheim bei der Basel. Das verlangt jetzt, dass die Familie für ihre eigene Katze zahlen muss. Jetzt stolziert Bonita wieder durch ihre Rauchholzstrasse in Bottmigen. Das war nicht immer so. Als wir von der Ferien zurückgekommen sind, war unsere Katze eigentlich nicht da. Aber das ist nichts Neues, weil unsere Katze im Sommer die ist on Tour, die will etwas erleben. Die Nachbarn haben wie immer in den Ferien das Fressen auf die Terrasse gestellt, während Bonita draussen rumgestreunt ist. Das Futter sei jeweils weg gewesen. Offenbar hat aber alles die zweite Katze von den Steiners gegessen. Als die Familie wieder da war, ist Bonita nicht mehr heimgekommen. Janine Steiner hat angefangen zu suchen und schliesslich denkt, dass die Katze überfahren worden ist. Und dann haben wir am Sonntag oben mit Schrecken festgestellt, dass unsere Katze zum Verkauf angeboten wird in einem Tierheim für 350 Franken. Die Gemeinde Bottmigen wollte nicht vor die Kamera stehen. Aber sie haben keinen Fehler gemacht, lässt sie ausrichten. Die Gemeinde erhielt einen Anruf von einer Anwohnerin wegen einer zugelaufenen Katze, die nicht mehr weggehe. Die Gemeinde hat die Katze abgeholt, um ihren Chip zu überprüfen. Da die Katze keinen hatte, wurde sie standardmäßig ins Tierheim gebracht, wo eine artgerechte Haltung sichergestellt war. Janine Steiner versteht das nicht. Ihre Katze muss keinen Chip tragen und sie auch nicht verwahrlost. Am nächsten Morgen sind wir vorbeigegangen und haben gesagt, es sei unsere Katze, wir würden sie gerne abholen. Und dann ist natürlich die Rechnung von 1'000 Franken gekommen. Der Tierschutz bei der Basel hat das Büsi entwurmen, geimpft und der Bonita einen Chip verpasst. Das sei ein normales Prozedere, das nach zwei Wochen greife, falls sich niemand meldet, sagt Claudine Thévenon. Und das kostet ja schliesslich auch etwas. So, wir sind wirklich entgegengekommen, wo wir gesagt haben, okay, wir machen 350 Franken. So für uns teils von den Kosten decken. Weil die Tierarztkosten, die wir hatten, sind über 350 Franken. Janine Steiner will das Geld trotzdem nicht zahlen, wie sie mit dem Tierschutz in Münchenstein noch mal bekräftigt. Klar ist jetzt noch bei 350 Franken, das wäre in dem Sinne nicht viel Geld. Aber es geht jetzt einfach, blöd gesagt, ums Prinzip. Ja, und das Prinzip ist bei uns, wir haben nichts falsch gemacht. Zwei Monate lang gehört ein entlaufenes oder ein eingefangenes Tier seinem Besitzer.
Erst dann darf es weiterverkauft werden. Janine Steiner will jetzt weiterkämpfen und nicht zahlen. Der Bonita ist das egal. Sie genießt nach 5 Wochen im Tierheim wieder ihres Zuhause. Trotz so vielen offenen Lehrstellen wie schon lange nicht mehr, haben immer mehr Betriebe Mühe, neue Lehrlinge zu finden. Was die Wirtschaft dagegen will unternehmen, das sehen Sie nach den Kurznachrichten vom Tag. In Sisslen bei Laufenburg ist der 48-jährige Hans-Jörg Rohrer verschwunden. Er ist am Montag zu oben von daheim weggegangen und nicht mehr zurückgekommen. Seine Frau hat ihn darauf aber als vermisst gemeldet. Die Suche von der Polizei ist erfolglos geblieben. Der Hans-Jörg Rohrer ist 1,80 Meter gross, schlank, hat kurze dunkle Haare und einen Bart. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweis. Nach Laufen jetzt auch Sissach und Ittigen. Die beiden Gemeinden haben entschieden, dass es dieses Jahr an der 1. August 4 keine Höhenführer geben wird. Das hat die Volksstimme heute berichtet. Außerdem gilt für die beiden Gemeinden ein generelles Führwegverbot. Das gilt zum ersten Mal nicht nur für die Felder und Umland, sondern auch für das Wohngebiet. Heute Morgen ist ein Häftling im Gefängnis Liestal erhängt aufgefunden worden. Der 35-jährige Mann war seit ungefähr 2 Wochen in einer Einzelzelle in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft klärt jetzt die genauen Umstände ab. Hinweise auf eine Dritteinwirkung liegen aber nicht vor. In Riechen an der Mohaldenstrasse ist es gestern kurz vor der 5 Uhr zu einem Brand in einem öffentlichen WC gekommen. Laut Polizei haben die Täter ein Feuerwerk im WC angezündet. Eine Passantin hat das Feuer entdeckt und dann 3 Jugendliche gesehen, die von der Anlage Richtung Immerbachstrasse abgesäckelt sind. Die Jugendlichen sind laut Polizei zwischen 14 und 16 Jahre alt und haben 2 Kickboards und ein Velo dabei gehabt. Die Polizei sucht jetzt Zeugen. Bald sind die Sommerferien vorbei und für viele Jugendliche heisst das dann Lehrstellen suchen oder ins Gymi gehen. In der ganzen Schweiz sind Anfang des Monats noch rund 10'000 Lehrstellen frei gewesen, viele davon auch in der Region Basel. Der Grund, viele Jugendliche gingen lieber ins Gymi als zum Beispiel als Metzger arbeiten. Viele Metzgereien klagen über immer weniger Lehrlinge. Aber es gibt auch Gegenbeispiele wie die Metzgerei Jenzer zu Arlesheim. Dort weiss man nichts von einem Lehrlingsschwund, im Gegenteil. Bei uns ist es so, dass wir alle Lehrstellen haben vergeben können, dass sie sogar für nächstes Jahr schon Anfragen haben. Und von dem können wir sagen, alles Full House. Man muss sich präsentieren, so lautet das Motto von Metzgermeister Jenzer. Darum findet er auch, dass man bei seiner Arbeit zuschauen soll. Wir haben eine Fleischwerkstatt mit einem riesigen Schaufenster. Das ist eigentlich wie ein grosser Screen, ein Bildschirm. Und da ist interessant, da kommen die Jugendlichen oder Mütter mit den Kindern, setzen sie drauf und sagen, das ist der Metzger, der dort ausbeinen. Und wo ich jetzt speziell darauf stolz bin, ist, dass wir im Juni einen Lehrvertrag gemacht haben mit einem Allersheim, einem Jugendlichen. Und ich habe gefragt, hey, wieso bist du zum Metzgerberuf gekommen? Und er sagt, ja, ich bin durch die Dorfgasse durchgelaufen, habe die Metzger gesehen am Arbeiten und gefunden, hey, das ist eine geile Sache. Der Gewerbeverband zeigt sich besorgt, dass immer weniger Jugendliche eine Lehre anfangen. Nur 17% gehen nach der obligatorischen Schulzeit in die Lehre. Ich bedauere das außerordentlich, weil einerseits betrachte ich die Lehre nach wie vor als den Königsweg. Die führt letztlich in vielerlei Hinsicht zu einem besseren Umfeld, als wenn man den Königsweg nicht beschreitet. Und andererseits ist es volkswirtschaftlich höchst wichtig, dass das duale Berufssystem führt zu einer geringen Jugendarbeitslosigkeit. Der Pascal Fluri ist Lehrling bei der Metzgerei Jenzer. Ihm gefällt der Job als Metzger. Es ist sicher ein interessanter Job, den man hat. Man hat viel Abwechslung und Vielfältig. Jetzt von der Wursterei, wo es warm ist, wo anderes Klima herrscht. Das ist zum Beispiel in der Zerlegerei, wo es jetzt kälter ist, wo man mehr Kraft braucht zum Ausbeinen. Und bei der Wurst kann man noch ein bisschen experimentieren. Seiner Meinung nach sollten die Arbeitgeber in puncto Anwerbung von Lehrlingen mehr mit der Zeit gehen. Auf den Medien kann man etwas darauf gestalten. Man kann auf Facebook, wie hier zum Beispiel Swiss Meet People, was cool ist. Auf Facebook kann man das anschauen und das ist eine super Sache. Kreativ und offen für Neues sein, das scheint das Rezept gegen den Lehrlingsschwund zu sein. In der heutigen Sommerserie gehen wir Minigolfen. Die Anlage in der Green 80 zieht besonders jetzt während der Sommerferien viele Familien mit Kindern an. Die genießen vor allem die ruhige Lage mitten im Grünen Park. Der Telebasis-Sommer kommt heute aus der Grünen 80. Die Parkanlage hier in Münchenstein ist mit der schönen Wiese, Spazierweg und Weiher ein beliebter Ausflugs- und Entspannungsort.
Besonders beliebt ist die Minigolfanlage. Und genau dort gehen wir jetzt an. Zuerst einmal die Ausrüstung holen und dann geht's los. Minigolfbahnen und viel Natur. Die Besucher genießen hier nicht nur das Spiel, sondern auch die Idylle. Hier ist sehr schön, wunderbar, gepflegte Anlage. Und mit dem schönen Wetter muss man halt voraus, muss man nicht daheim bleiben. Vor allem den Kindern gefällt es hier auf der Minigolfanlage. Ganz so einfach ist es dann aber doch nicht. Es ist eine anspruchsvolle Anlage, finde ich. Wir sind an anderen Orten schon mit den Kindern. Es ist wirklich noch schwierig, hier die Bahnen. Ja, es ist noch gut erhalten. Es ist nicht so, andere sind zum Teil stark kaputt und so verwittert. Aber die ist noch gut erhalten. Hier kann man noch gut spielen. Wer jetzt auch Lust bekommen hat, zum Minigolfen, die Anlage hat jeden Tag bis um 9 Uhr offen. Ich gehe jetzt noch ein bisschen üben und am Montag nehmen wir sie wieder mit an einen anderen schönen Ort hier in der Region. Und über das wird heute geredet in der Region. 190'000 Franken können das Baselbiet sparen bei der Schulzahnpflege. Zahnärzte sind strikt dagegen. Das Tierheim hat die entflohene Katze Bonita wochenlang gefüttert. Jetzt soll die Besitzerin dafür zahlen. Und auch hier kann man den Sommer verbringen. Die Minigolfanlage in der Green 80 hat jeden Tag bis am 9 Uhr zu oben offen. Ich wünsche Ihnen einen guten Start ins Wochenende und einen schönen Abend mit Tele Basel.